Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Tönnissen, Sie müssen jetzt ganz stark sein, weil ich muss Sie leider enttäuschen. Dieses Gesetz hat nichts, aber auch gar nichts mit den zahlreichen CDU-Anträgen aus der Vergangenheit zu tun, sondern schlicht und einfach damit, dass wir mit diesem Gesetz die zweite Stufe der Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden umsetzen. Und da zeigen wir uns vertragstreu im Gegensatz zu Ihnen. Und das will ich auch gleich ausführen. Denn die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden stufte auf einer Dreistufigkeit. In der ersten Stufe haben wir dieses sogenannte Übergangsjahr 2016 geregelt, wo wir ja noch keine Systemumstellung vornehmen konnten, mit Zustimmung der kommunalen Spitzenverbände. Ich sage es nur noch mal rückwirkend, diese 10.000 Euro mit den Problemen der Verwerfungen, die wir auch immer wieder diskutiert haben. Jetzt sind wir aber in der zweiten Stufe, und auch das wurde genauso vereinbart mit den kommunalen Spitzenverbänden, die Umstellung auf diese Monatspauschale. Und, liebe Frau Kollegin, ausdrücklich wollten alle drei kommunalen Spitzenverbände nicht das, was Sie wollen, nämlich eine nachgelagerte Spitzabrechnung, sondern die Vereinbarung, Monatspauschalen zu machen, war ausdrücklich im Sinne der Städte und Gemeinden. Und genauso machen wir es jetzt auch. Denn, und das sage ich Ihnen auch ganz klar, denn nachvollziehbar, ich hatte gerade noch ein Gespräch aus meinem Wahlkreis mit Verwaltungsbeamten genau dazu. Diese Frage, wie viel kostet ein Flüchtling? Sie müssen mal mit den Praktikern reden. Das ist so nicht einfach zu beantworten für eine Gemeinde. Vor allen Dingen, wie rechnen Sie denn, sagen wir mal, den Verwaltungskostenanteil eines Mitarbeiters im Sozialamt oder den Verwaltungskostenanteil für einen Mitarbeiter im Wohnungsamt? Sie haben ja im Grunde die gesamte Kommunalverwaltung mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen beschäftigt. Und deswegen ist hier auch im Sinne der Kommunen eine nachgelagerte Spitzabrechnung ein Bürokratiemonster, das niemand haben will, außer Sie. Deswegen werden wir weiter an dieser pauschalen Erstattung festhalten. Und jetzt kommt die dritte Stufe, und auch das ist vereinbart, und das müssen Sie hier nicht immer wieder als Forderung vortragen. Die Frage, wie ermitteln wir denn die Realkosten, war auch Gegenstand dieser Vereinbarung. Und das haben wir auch mehrfach vorgetragen. Die Vereinbarung können Sie auch im Internet nachlesen. Vielleicht schauen Sie mal rein. Und diese Frage ist vereinbart worden, gesagt, weil wir brauchen endlich mal auch eine reale Ist-Kostenaufstellung, weil, wie gesagt, angesichts dieser Probleme, jede Stadt ja sagt, uns kostet ein Flüchtling was anderes, was wahrscheinlich auch richtig ist, weil es überall auch unterschiedliche Kosten gibt, die anfallen. Aber am Ende, sage ich mal, bis jetzt ist mir das auch noch nicht vorgetragen worden, hat keiner eine Systematik entwickelt, wie wir diese Kosten tatsächlich auch erfassen können. Das ist nämlich im Detail schwieriger, als man denkt. Insofern fahren wir mit der Vereinbarung in dieser zweiten Stufe erstmal sehr fair und gut mit den Kommunen, indem wir sagen, wir machen diese Pauschale. Und es wird, und auch das ist vereinbart worden, eine dynamisierte Erhöhung geben. Das ist mit der Bundespauschale nur mal so am Rande, das, was wir vom Bund kriegen, nicht vereinbart worden, nämlich dynamisierte Erhöhung. Auch hier zeigen wir uns fair den Kommunen gegenüber. Was regeln wir jetzt mit diesem Gesetz noch an Dingen, die im System sich aus der Vergangenheit als nicht praktikabel erwiesen haben? Die Pauschale habe ich genannt. Damit folgt jetzt das Geld auch den Geflüchteten an die Kommune. Und wir haben nicht mehr diese Trennung des Zuweisungsverfahrens, einerseits die Zahlung der Flüchtlingspauschale und andererseits die Zuweisung der Flüchtlinge. Wir haben eine Regelung, endlich eine vernünftige Regelung, wie in Extremsituationen diese sogenannten Dispense erteilt werden. Auch das ist nicht gut gelaufen in der Vergangenheit. Das heißt, wenn zur Vermeidung von Obdachlosigkeit mal ein Zuweisungsstopp erfolgen muss, gibt es auch hier jetzt verbindliche Regelungen. Und wir haben, was die Anrechnungsregeln angeht, hier eine faire Regelung mit den Kommunen gefunden, die auf der einen Seite den Aufwand, den Sie ja auch für Landeseinrichtungen haben und den Anreiz, den wir ja auch haben wollen, um eine Landeseinrichtung auf einem Gemeindegebiet betreiben zu können, den haben wir erhalten. Also einen Ausgleich wird es geben, aber nicht mehr einen so starken Ausgleich, dass es zu diesen Verzerrungen zu Lasten anderer Gemeinden kommt. Das sind Dinge, die wir hier in dem Gesetz in Vereinbarung mit den Spitzenverbänden genau so jetzt umsetzen.
zur Frage Bundesbeteiligung auch nur noch mal eine Anmerkung. Der Bund hat nachgewiesenermaßen derzeit 20% Kostenübernahme, was die Unterbringung von Flüchtlingen angeht. Mit der Integrationspauschale, die jetzt dazukommt, die 2 Milliarden, die vereinbart sind, sind es jetzt 30%. Da können Sie aber nicht davon ausgehen, also können Sie nicht ernsthaft sagen, dass dies hier eine faire Kostenverteilung zwischen Bund, Länder und Gemeinden sind. Und auch da bleiben wir dran und werden mehr fordern, denn das ist von Seiten des Bundes immer noch nichts Faires, auch wenn Sie es hier so darstellen. Vielen Dank, Frau Kollegin Düth.